Grüßt euch, liebe Messerfreunde. Ich möchte euch gerne ein weiteres Taschenmesser vorstellen. Der ein oder andere weiß es, ich mag die ausgelaufenen, die Discontinued-Modelle der Firma Real Steel ja sehr gerne. Darüber hinaus auch die alten Modelle von Kershaw, ZT und so. Aber das ist halt, ihr wisst es selber, zum Teil sehr schwer geworden, an solche Modelle dran zu kommen. Die werden nicht mehr produziert. Und haben dann auch im Zweitmarkt, was jetzt beispielsweise die Exorzisten hier betrifft, die alten Modelle oder auch die Special Editions, bei denen ist es dann mehr oder weniger egal, aber die Preise steigen so nach und nach, weil die Verfügbarkeit und die Erreichbarkeit dieser Modelle einfach nicht mehr gegeben ist. Ich konnte mir durch einen Zufall noch eins dieser Modelle sichern, und zwar das S963, die Premium-Ausführung des doch auch beliebten und bekannten Real Steel E963 Modells. Auch diese sind sehr selten geworden und ja, nur wie gesagt durch einen Zufall bin ich da so ein bisschen drauf gestoßen. Da muss ich meinen Dank an unseren Stefan rausschicken, der einen Kommentar unter einem Verkaufspost in den sozialen Netzwerken gesetzt hatte, den ich dann sah und dann auch gleich eine Mail hingeschrieben hatte. Das Messer ist dennoch nicht ganz neu für mich. Ich besaß so ein Modell schon einmal und es war auch damals so wie heute relativ schön. Ich meine gut, die Formensprache, das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Das Real Steel E963 ist ja, glaube ich, eher als so ein wirklich sehr günstiger User einfach mal eingesetzt worden, denn das Messer hatte ich gekauft, ich meine für etwas über 20 Euro, 22, 24 Euro, hier mit der G10 Beschalung, gar nicht mal so unaufwendig, finde ich, denn hier hat man diese Fingerausnehmung ausgefräst und auch vom Lichteffekt, hier sieht man es etwas besser, finde ich die eigentlich schon sehr ansehnlich so, also das G10 ist gar nicht so hässlich, das gab es in mehreren Farbvariationen, auch dieses Modell discontinued, also wird nicht mehr hergestellt, wird nicht mehr produziert und ist auch relativ schwer geworden, das zu bekommen. Was die Preise hier betrifft, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich habe mir hier das Coyote sandfarbene G10 damals besorgt, was anderes gab es da schon nicht mehr. Die Klingen gab es in satiniert, ich meine dann mit schwarzer G10 Beschalung oder halt dieses doch sehr glänzende Stonewash-Finish. Man sieht es hier. Die Klinge hier besteht aus dem 8CR14 MOV, Modell E963. Der Clip ist umsetzbar, einseitig zumindest, Liner-Lock-Verriegelung. Sehr, sehr fein auslaufender Hohlschliff. Die Klinge der 8CR14 MOV lässt sich erfahrungsgemäß ja relativ einfach nachschärfen und so hat man hier einen unglaublichen Slicer, vielleicht sogar mit einer der besten, die ich so habe, denn der Hohlschliff läuft hier schon sehr, sehr fein und dünn aus und wird auch erst ab der Mitte circa erst etwas stabiler und geht dann hoch auf diese Anfangsklingenstärke. Also von daher ein sehr nützliches Messer, das sehr günstig war. Und doch auch seine Fangemeinde hatte, wie ich meine. Dann gab es auch noch ein Modell, das zumindest formmäßig baugleich war, und zwar von Sanrenwu, hier mit dem Axis Lock. Das Modell 7063, satinierte Klinge, auch 8CR13 MOV, hier mit Aluminiumbeschalung. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Es ist eine Nummer kleiner. Ich halte das mal so ungefähr dagegen. Dann seht ihr mal die Größenverhältnisse. Es ist also um einiges kleiner als das E963 und das S963. Nichtsdestotrotz liegt es auch ganz gut in der Hand. Auch mit dem Jimping hier vorne auf der Klinge. Und das sind dann so die Budget-Messer dieser Serie. Wobei das Sanremo jetzt nicht unbedingt direkt damit reinzählen dürfte, aber Sanremo und Real Steel stehen sich ja durchaus nah, von daher lege ich es mal mit dazu. Jo, das S963 kommt also, wie hier oben schon drauf geschrieben, mit Titan, mit einer Menge Titan daher,
mit Perl oder ja doch perlgestrahlter Oberfläche. Hier in sehr, sehr gutem Zustand. Der Unterschied hier ist, dass die Stahlleine hier ausgenommen sind und dass das Lanyard Hole also durch beide Liner durchgeht. Hier beim S963 hat man das geändert und hat einen großen Titan Backspacer eingebaut, der gleichzeitig auch hier als Klingenanschlag fungiert. Da also kann man dann sein Lanyard durchziehen. Wir haben einen, ja, ich denke schon einen 3D gefrästen Pocket Clip. Das Becken für den Frame Lock, ein Titan Frame Lock natürlich, ist also hier nach außen hin ausgenommen. Wir haben kein Steel Insert und kein Over Travel Guard, was bei den älteren Real Steel Modellen wie bei dem alten Stinger und auch auf jeden Fall auch bei dem S963 schon mal und ganz gerne mal zu einem Sticky Lock führt. Das heißt, dass dieser Frame Lock, dass diese Lockbar, die dann hier unter der Klinge sich dann ja verklemmt sozusagen. Im besten Falle lässt sich dann der Framelock noch ohne Klemmen, ohne einen Knacken, weil sich dann das Klemmen löst, lösen. Das ist bei diesem Modell so, das ist normal, ist, also sagt man, das S963 hat einfach einen eingebauten Sticky Lock. Ich vermute, es liegt daran, dass dieser Klingenanschliff hier, dass der also relativ flach gehalten ist und nicht etwas steiler angeschliffen wurde, so besteht die Möglichkeit, dass sich die Klinge unter diese relativ flach angeschliffene Schräge drunter setzt und dann verklemmt. Das ist hier nicht so. Ich löse jetzt mal und einfach ohne die Klinge zu bewegen und man hört einfach gar nichts. Der drückt schon sehr kräftig und gewaltig hier rein, also da hat sich Real Steel keine Blöße gegeben, Safety First, also schon eine sehr hohe Vorspannung des Framelocks, was auch zu einem Verklemmen mit beitragen könnte, zu diesem relativ abgeflachten Anschliff hier unter der Klinge, aber kein Sticky Lock, es ist nicht zu fassen, zudem steht die Klinge auch noch sehr, sehr gut und neuwertiger Zustand, da ist also, da war ich Hans im Glück, dann tatsächlich mit kompletter Originalverpackung ein solches Modell jetzt noch bekommen zu können. Ich meine, es müsste 2013, 2014 gewesen sein, in etwa, naja, vielleicht 2014, als diese Modelle rausgekommen sind. Das ist noch nicht so elendig lange her, also es liegt noch nicht so weit zurück. Dennoch ist das S963 speziell, das um die 100 Euro damals gekostet hat, doch schon recht selten geworden. Von der Bedienbarkeit ist es eigentlich ganz okay, weil es eben keinen Sticky Lock hat. Wir haben hier am Framelock beidseitig eine Ausnehmung, da kann man ganz gut hineingreifen. Als Rechtshänder wahrscheinlich noch etwas besser als Linkshänder. Die Klinge fällt sogar auch recht angenehm und recht weich von selber runter. Wir haben beidseitige Daumenpins, hier auch wie beim E963 diese Ausnehmung, so kommt man dann eigentlich ganz gut dahinter. Als Linkshänder funktioniert das aber auch noch ganz gut. Man könnte entweder mit beiden Fingern die Klinge herausführen oder halt einfach hier von unten die Klinge dann öffnen. Das funktioniert, wie gesagt, hier etwas besser mit dieser Ausnehmung kommt man etwas besser da dran. Aber wie gesagt, auch als Linkshänder kein Problem. Wir haben eine Droppoint-Klinge mit einer relativ deutlichen Swatch obendrauf. Die Klinge ist ist im Stonewash-Finish komplett gehalten, S963 gemarkt und der Klingenstahl, der japanische VG10, ist hier verwendet worden. Schärfe bringt das Messer noch mit, ja. Im Auslieferungszustand soll die eigentlich ganz okay gewesen sein. Dieses hier hat wahrscheinlich über die Jahre auch etwas an Schärfe verloren. Es schneidet aber noch ganz gut. Wir haben aber hier auch keinen Schneidteufel. Also im Gegensatz zum E963, da haben wir ja, wie gesagt, diesen Hohlschliff, der hier fein ausläuft. Dem entgegensteht ein sehr stabiler Flachschliff. Hier kann man es anhand des Lichtes erkennen, dass auch noch relativ viel Material hinter der Schneidphase hat. Das messe ich gleich einmal für euch. Das Messer ist also, naja, wenn man so möchte, auf Stabilität getrimmt. Ein User-EDC-Messer, würde ich fast sagen. Das halt noch relativ viel Material hinter der Schneidphase hat.
und danach die Schneidphase einfach auch relativ stumpf zusammenläuft. Hätte man die Schneidphase etwas weiter heruntergezogen, dann hätte man den Winkel etwas schärfer, etwas spitzer anstellen können und so wäre wahrscheinlich etwas mehr Schärfe noch bei herumgekommen. Positiv ist hier dann aber auch zu vermerken, dass wir so leicht verrundete Daumenpins haben. Beim E963 seht ihr die etwas kantigen, die funktionieren gut. Insgesamt sind aber diese etwas abgerundeten dann doch etwas komfortabler, etwas schöner zu benutzen, wie ich finde. Und das würde ich als Vorteil ansehen. Ein Jimping haben wir hier, das, naja, Rückmeldung bietet, ja, aber halt eigentlich nicht. Dafür haben wir dann aber hier vorne auch diese Art Fingerguard, also ein Rüberrutschen würde ich also eigentlich nahezu ausschließen wollen. Der Clip aus Titan ist nicht umsetzbar und ja, von daher für Rechtshänder vorgesehen, für die rechte Hosentasche. Ja, bei mir wird es aber halt auch nicht gerade der große User werden, einfach da aus nostalgischen und aus Sammlergründen würde ich davon absehen. Ihr seht, die Titan-Griffbeschalung ist eben nicht skelettiert, was man ja gewichtsmäßig ja, hätte machen können. Man hätte das Gewicht etwas noch runternehmen können. Aber ich denke auch so, es ist okay. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, tatsächlich nicht. Wir werden es also gleich einmal messen. Die Klinge läuft auf Bronzewasher. Da waren sie gerade zu sehen. Läuft auf zwei Bronzewaschern. Ich hole mir das Licht einmal ran. Da sieht man es jetzt. Oben und unten haben wir also Bronzewascher verbaut. Was der Stabilität insgesamt auch, denke ich, zuträglich ist. Ja gut, designmäßig muss es gefallen. Man hat sich damals dafür entschieden, das doch relativ günstige und eher für den Gebrauch vorgesehene E963 hier als Premium-Variante herauszubringen. Und ich finde die Idee durchaus gut. Dann hat man sich hier auch, wie ich schon vorhin eingangs erwähnte, hier gar keinen Stop-Pin oder dergleichen eingebaut. Hier sieht man auch nochmal die Washer. Sondern tatsächlich der Anschlag ist der Backspacer selber. Und auch das ist, das sieht man nicht oft, das muss nicht sein, aber ich finde es doch eigentlich auch eine ganz, ganz schöne Idee so insgesamt. Ja, preislich muss man sich damit begnügen, auch für ein gebrauchtes Modell den damaligen Neupreis mindestens auf den Tisch zu legen. Tendenziell werden natürlich dann die Preise aber auch noch weiterhin steigen, vermute ich. Gerade bei diesen doch eher seltenen Modellen. Aber ich denke auch, das S963, da wird man auch mehr und mehr, wenn man da ein Fan von ist, von den alten Real Steel Modellen dann auch mehr und mehr steigende Preise zu erwarten haben. Und ja, auch bei dem Real Steel Stinger, wobei ich da auch nochmal anmerken möchte, wer da Interesse dran hat. In den sozialen Netzwerken wurden zuletzt ein goldener und der hellblaue Stinger, also die limitierten Ausführungen, angeboten. Der goldene ist, glaube ich, mittlerweile vergriffen. Ich habe es nicht mehr gesehen, nicht mehr so verfolgt, aber ich glaube, der hellblaue war noch zum Verkauf. Also wer an einem Stinger, das mittlerweile auch echt selten geworden ist, Interesse hat. Ihr wisst, es gab den goldenen, den hellblauen, jeweils auf, lass mich nicht lügen, 100 Stück, 120 Stück limitiert. Und den dunkelblauen, der nachher ohne Limitation, also ja, über Böker verkauft wurde und wahrscheinlich in höheren Stückzahlen produziert wurde. Der hellblaue Stinger limitiert, der ist noch zu haben, soweit ich weiß. Schaut euch mal in den Messermärkten, in den sozialen Netzwerken um. Wer da dran Interesse hat, der kann da vielleicht noch zuschlagen. Ich meine, der Zustand war auch sehr ordentlich, bis neuwertig. Preislich okay. Kosten die Dinger mittlerweile ihren Preis. Wobei auch das letzte, das dunkelblaue Modell, ich meine auch für über 250 Euro oder 240 Euro über Böker verkauft wurde und auch so dann weggehen. Wie gesagt, schaut euch das mal an. Ich möchte euch dann gerne noch die Maße einmal durchgeben. Wir haben also eine Klingenlänge von 8,5 cm, davon effektiv scharf, so etwas schräg gemessen, 8,2, 8,3, also allzu viel Schleifkerbe haben wir nicht. Ja, so 8,5 cm und die Gesamtlänge beträgt 19,5 cm. Wir haben eine Anfangsstärke der VG10-Klinge von
Ja, doch 4,03, also 4 mm Anfangsklingenstärke, das ist ganz ordentlich. Etwas feiner hinter der Schneidphase hätte man das aber auch machen können, denn wir haben hier ja 0,85 ganz, ganz, ganz am Ende gemessen. Also 0,9, 0,85 mm hinter der Schneidphase. Das ist natürlich äußerst delikat, äußerst robust. Da kannst du mit Sicherheit auch im Wald was machen. Also schon ein User-EDC bis hin zum Hard-Use würde ich dem Messer da eigentlich auch viel zutrauen. Aber wie gesagt, damals hat es schon seinen Preis gehabt. Mittlerweile sind die Dinge nahezu verschwunden von den Märkten und aus den Köpfen und aus den Bildern. Von daher kommt natürlich ein Use für mich da nicht in Frage. Ja. Aber zuzutrauen wäre es eben, denke ich. Das Gewicht noch. Kann man sehen? Ja, ohne Sticky Lock, ohne, also mit Klingenzentrierung, ohne klemmenden Frame Lock ist das schon ja, eine relativ seltene Sache. Komplette Originalverpackung, da konnte ich dann auch nicht, wobei ich nicht wusste, ob das Messer jetzt auch klemmt im Frame Lock oder nicht. Also das war dann erstaunlich, um die 160 Gramm, was alles in allem, denke ich, noch okay ist. Wie gesagt, es gibt ja manche, die sagen, jo, das ist genau mein Ding, damit möchte ich rausgehen und Bäume hacken oder als User irgendwo draußen Outdoor benutzen. Ja, wer nicht auf Sammeln steht und wer sagt, jo, das E963 ist meins gewesen, der wird mit dem S963 mit ja, wesentlich mehr Klingenstabilität da sicherlich nicht enttäuscht werden. Der VG10 ist doch ja, sehr rostbeständig und da dürfte es also auch keine Probleme geben. Jo, so viel zum guten alten Schätzchen noch aus den alten Real Steel Tagen, das S963, das Premium E963. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen und ihr schaut auch weiterhin mal wieder vorbei auf meinem Kanal. Bis dahin, vielen Dank fürs Reinseppen und bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Tschüss.